Vor kurzer Zeit brachten die Wissenschaftler des National Renewable Energy Laboratory einen Weltrekord. Eine Solarzelle erreichte erstmals einen Wirkungsgrad von ganzen 47,1%. Der Wirkungsgrad gibt an, wie viel Prozent der Energie der Sonneneinstrahlung von der Solarzelle in Strom umgewandelt werden kann. Ein Wirkungsgrad von fast 50% galt vor wenigen Jahren noch als unmöglich. Eigentlich waren sich die Forscher früher nämlich noch sehr sicher, dass der maximal erreichbare Wirkungsgrad von Photovoltaik auf knapp 30% beschränkt ist. Wie konnte also diese vermeintliche Obergrenze über die Jahre so gesprengt werden? Je nach eingesetzter Substanz unterscheiden sich die Eigenschaften der Solarzelle und damit auch die Vor- und Nachteile. Manch eine Substanz weist eine höhere Haltbarkeit auf, manch eine andere wiederum eine bessere Energieeffizienz bzw. einen höheren Wirkungsgrad. Unter den Siliziumzellen ist monokristallines Silizium der absolute Spitzenreiter. Der Grund dafür steckt im Namen: Monokristallin. Solarzellen auf Basis von monokristallinem Silizium bestehen aus nur einem einzigen Kristall. So kann es zu keinem Energieverlust im Grenzbereich mehrerer aneinandergereihter Kristalle geben. Doch auch diese Solartechnik erreicht nur einen Wirkungsgrad von maximal 29-33%, je nach Lichtintensität. Steckt also in der neuen Supersolarzelle eine neue, unbekannte Substanz? Wurde vielleicht eine neuartige photoaktive Kristallstruktur entdeckt? Nein, der Rekord ist rein auf eine gut ausgeklügelte Nutzung längst bekannter Technologien und Substanzen zurückzuführen. Doch wie war es möglich, den Wirkungsgrad so sehr zu steigern? Und ist so eine Solarzelle überhaupt praxistauglich? Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn du mehr sehen möchtest, abonniere jetzt diesen Kanal. Die Weltrekord-Solarzelle ist in mehrfacher Hinsicht wirklich unglaublich. Nicht nur, weil sie unter Laborbedingungen bei einer Lichtkonzentration von 143 Sonnen den Wirkungsgrad von 47,1% erreichen konnte. Nein, sie ist auch in der Praxis ein absoluter Rekordhalter. Eine Variation derselben Zelle erreichte auch bei nur einer Lichtintensität von einer 1 Sonnenbelichtung immer noch einen Wirkungsgrad von 39,2%. Möglich ist dieser verblüffende Wirkungsgrad aufgrund einer großartigen Überlegung. Einzelne Substanzen der Solartechnik können nur einen kleinen Wellenbereich des einfallenden Lichts in Strom umwandeln. Auf andere Frequenzbereiche reagieren sie nicht. Jede Substanz reagiert außerdem auf eine andere Wellenlänge des Lichts. Also, so die Überlegung, warum verbindet man nicht mehrere solcher, sich ergänzender Substanzen, die alle auf andere Frequenzbereiche reagieren, um möglichst viel des einfallenden Lichts verwerten zu können? Diese Überlegung ist die populärwissenschaftliche Formulierung des Gedankens hinter der Mehrfachsolarzelle. Möglich ist also der Rekordwirkungsgrad von fast 50%, weil die Zelle aus mehreren verschiedenen photoaktiven Schichten besteht. Eine Schicht allein hat nur einen sehr geringen Wirkungsgrad. Zusammen brechen die Schichten aber Weltrekorde. Tatsächlich wären Solarzellen, die nur aus einer der verbauten Schichten bestehen, wirtschaftlich aufgrund ihrer wirklich sehr geringen Energieeffizienz überhaupt nicht rentabel. Die Weltrekord-Solarzelle besteht aus 6 photoaktiven Ebenen, die allesamt auf unterschiedliche Wellenlängen spezialisiert sind. Insgesamt besteht die Solarzelle sogar aus 140 Schichten verschiedener 3-5-Materialien. Gemeint sind hiermit Elemente aus der 3. bis 5. Hauptgruppe des Periodensystems. Trotz dieser großen Anzahl an Schichten ist die Solarzelle aber alles andere als dick oder sperrig. Sie ist 3-mal dünner als ein menschliches Haar. Die Forscher feiern ihre Errungenschaft, machen allerdings auch darauf aufmerksam, dass die Technologie bei weitem noch nicht ausgereizt ist und noch einiges an Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig ist, um eine finale Marktreife zu erreichen. Ziel ist beispielsweise, den Wirkungsgrad in der Praxis dem Laborwirkungsgrad stärker anzunähern. Mit 143-facher Lichtintensität steigt nämlich der Wirkungsgrad um knapp 7% an. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, wäre die Bündelung des einfallenden Sonnenlichts mit Hilfe von Spiegeln und Linsen. Hierdurch könnte man die Intensität des auf den photoaktiven Teil fallenden Lichts drastisch erhöhen. Der Vorteil dieser Strategie ist ebenfalls, dass man gleichermaßen auch jede Menge Material sparen kann. Die Solarzelle würde dementsprechend zu großen Teilen aus Spiegeln und Linsen bestehen, die das Licht auf deutlich kleinere Halbleiterbereiche konzentrieren. Gesprochen wird von der konzentrierten Photovoltaik. Doch vielleicht wird sich demnächst auch eine komplett andere Technik durchsetzen.
Immer wieder werden verblüffende Verfahren entwickelt, die längst verworfene Technologien zurück ins Rampenlicht bringen. Behandelt man beispielsweise normale CDTE-Solarzellen mit Chlor, so ver-22-facht sich der Wirkungsgrad dieser. Sehr lange wusste man nicht, wie das überhaupt möglich sein kann. Doch vor kurzer Zeit lüftete eine kleine Forschergruppe dieses Geheimnis. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, klicke auf das angezeigte Video.